Ich begrüße recht herzlich unsere Gäste und ich möchte mich bedanken denen, die dazu geholfen haben, dass diese Straße Edith Kisch heißt jetzt. Und sie ist nun nicht nur eine Nummer, sondern mit Name und mit Würde. Damals war unsere menschliche Würde mit Füßen getreten. Jetzt endlich kann ich sagen, Gott sei Dank. Und ich möchte noch mich bedanken für Dr. Helmut Bauer, die im 92, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, zugeredet hat, dass ich muss offen von Holocaust sprechen, weil die Generation muss darüber wissen. Und so lange, bis ich ihn nicht getroffen habe, habe ich gesagt, frag mich nicht, das wird niemand glauben, was sogenannte Menschen tun kann miteinander. Und deshalb ist mir so wichtig, weil ich von ersten Moment bis am Ende mit Edith zusammen mitgemacht habe, einer den anderen geholfen. Aber leider, sie konnte nicht verarbeiten den ganzen Weg und was wir überleben mussten. Und dieser Weg ist nach einem Selbstmord zu Ende geworden. In 1945 auf dem Todesmarsch hat mich Edith beim letzten Haus hinterm Haus gezogen, weil ich konnte schon nicht laufen und wer nicht gehen konnte, war erschossen. Und so hat sie mein Leben gerettet und deswegen ist seelisch so wichtig unsere Freundschaft, was nur der Tod konnte beenden. Danke, dass ihr mich angehört habt. Ich verspreche euch, dass ich mir lebenslang mit den Generationen kämpfen folg, dass endlich statt Bomben Frieden sterben sollen in der Luft fliegen. Auf Wiedersehen.